Dritte Sache zur Annahme. Der Ball kennt eigentlich nur eine Sache und das ist Winkel. Okay? Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel. Einzige, was spannend ist. Okay? Wir gehen in Dreiergruppen zusammen. Du spielst den Ball im Baggern kurz zu dem Spieler in der Mitte. Du baggerst den Ball über Kopf zu diesem Spieler und dieser Spieler baggert den langen Weg wieder zurück. Okay, ihr kriegt also immer denselben Ball. Du spielst immer kurz, du spielst immer über Kopf, du spielst immer lang. Okay? Könnt den ersten Ball auch werfen, wenn das einfacher ist. Okay, gut. Gut. Erstes Verständnis für den Moment, wo ich den Spielwinkel verändere, verändert sich die Flugkurve vom Ball. Das heißt, wenn derjenige hier merkt, oh, meine Bälle sind immer zu kurz, ja, einfach die Frage, okay, was kannst du verändern, damit der Ball länger geht? Ja. Und das ist einfach der Winkel, ja, der Ort und damit auch der Winkel, in dem ich den Ball spiele. Okay? Und der ist hier bei allen drei Distanzen natürlich unterschiedlich. Ja, je nachdem, ob ich gerade hoch muss, ob ich lang spielen muss. Okay? Gut. Wir gehen im Dreieck zusammen. Nächste Geschichte für Winkel. Wir spielen den Ball immer nach rechts weiter. Okay? Ich spiele hier nach rechts. Du spielst wieder nach rechts. Und zwar gucken wir immer dorthin und richten uns aus zu dem Spieler, von dem der Ball kommt. Okay? Und spielen den Ball, indem wir den Winkel einstellen in unserem Spielbrett, nach rechts zum nächsten Partner weiter. Okay? Go. Okay, eine kurze Geschichte. Wir wollen keine Rotation. Okay? Werfen wir mal einen Ball zu. Also nicht das. Okay, wir wollen nur den Winkel die Arbeit machen lassen. Werf nochmal zu mir. Okay, das heißt, ich muss auch nicht da hingucken, wo der Ball hingehen soll, sondern ich bin ausgerichtet zu dem Spieler, von dem der Ball kommt, stell den Winkel ein und spiele nach rechts weiter. Okay, keine Rotation. Okay, kein Problem, fang ihn wieder auf, wieder neu anfangen. Okay, Ganze in die andere Richtung. Wir spielen immer nach links weiter. Ja, nicht rotieren, nicht rotieren, nicht rotieren. Nur den Winkel einstellen, nur im Winkel spielen. Okay. Diese Winkelarbeit ist enorm wichtig, deswegen auch dieses Verständnis zu schaffen. Das ist das Einzige, was der Ball kennt. Wenn ich mein Spielbrett richtig einstelle, ja, das heißt zum Ziel, was ganz nett dabei ist, könnt ihr mal machen, vielleicht wenn ihr auch mit Jugendlichen zu tun habt, sofort, ja, könnt mal Augen hier auf die Daumen malen, ja, und dann einfach sagen, die Augen müssen immer in das Ziel gucken, wo ihr den Ball hinspielen wollt. Okay? Weil dadurch, ja, wenn meine Augen dahin gucken, dann geht der Ball auch dahin. Und da aber mein Ziel ist und meine Augen dahin gucken, geht der Ball auch dahin. Okay? Ganz nette Geschichte, um das noch so verständlicher zu machen, dieses Winkel einstellen und im Winkel zu spielen. Auch bei Dankebällen, wir brauchen nicht diese Zeit, dieses hinter dem Ball zu bewegen. Häufig müssen wir auch danach wieder angreifen. Ja? Wo man drüber diskutieren kann, ja, der Libero, kleiner, schneller Spieler, und der, wenn der die ganzen Dankebälle spielt, dass der immer dahinter rennt. Wenn Spieler gewöhnt sind, mit diesem Winkel zu arbeiten, ist es überhaupt kein Problem mehr. Ja? Und dann hat man auch nicht diesen Wechsel. Mal soll ich jetzt dahinter gehen, mal soll ich im Winkel spielen. Ein Key, den Hans Vogt, der sehr erfolgreich mit Brink Reckermann und auch dann mit Walkenhorst Ludwig gearbeitet hat, ist dazu immer, der hat immer über diese kleinen Finger von der Außenhand, die rumzudrehen. Weil wenn du das mal versuchst, ist es schwer, den Arm unten zu halten.
Weil wenn du das so drehst, hat die Schulter immer die Tendenz, ich will hochkommen, weil das ist irgendwie nicht so angenehm, wenn ich das unten habe. Da entsteht viel Spannung. Ja, deswegen ist es schwer, wenn ich sage, ich will das rumdrehen und den Arm unten zu halten. Da kommt eigentlich automatisch hoch.